Herzlich willkommen bei S21 Bau TV. Hinter der alten Bahndirektion wird betoniert wie am Fließband. Heute gleich zweimal. Es war gerade eine kurze Pause, bis der nächste Betonmischer kommt. Aber wir sehen ihn schon fahren hier links im Bild. Ja, und heute Morgen hat es vielleicht jemand auch auf der Webcam gesehen. Dann die Betonpumpe da drüben, wo jetzt da schon wieder Armierungsstähle angeliefert werden. Und der Rüssel ging runter in die Rettungszufahrt. Da gibt es natürlich einiges zu betonieren, das wir nicht einsehen können. Aber wir versuchen mal unser Glück. Höchstwahrscheinlich war es hier die Seitenwand, die ist ja noch so schön eingeschalt. Nee, links sieht man die Armierung, rechts ist glaube ich schon älter. Noch ein bisschen rein, dann schaltet jetzt das Licht um. Ich schätze, es dauert auch nicht mehr lange, bis diese Deckenplatte hier betoniert wird, wobei wir haben ja gerade festgestellt, diese Seitenwand, die muss noch fertig eingeschaltet werden und dann kriegt die graue Pampe. Aber zuerst mal fließt sie woanders hin, nämlich diese mittlere Stützwand bekommt das schräge Teil, das in die Deckenplatte übergeht. Also wie hier zu sehen. So kommt es jetzt hier drüben hin. Ups. Bis es hier losgeht, schauen wir mal runter in Baufeld 3. Das sieht ja sehr sauber aus. Die Plane ist überall ausgelegt. Jetzt in Schwarz. Nach links, Baufeld 2. Ja, wenn das nicht fertig ist, da kann nicht mehr viel fehlen.
So, man hört, die Pumpe läuft. Für alle, die die Betonpumpe noch nicht so kennen, das sind zwei Zylinder, die werden mit Beton gefüllt und der wird dann in den Schlauch gepresst, ins Rohrensystem. Und dann wird schnell und mit Kraft umgeschalten zum anderen. Und das ist immer dieses typische Tschk. Hier sehen wir die Armierung der Deckenplatte Baufeld 2 und letztes Mal kam eine Frage auf wegen dem Medienkanal. Und dann ist mir folgende Überlegung in den Sinn gekommen. Schaut euch doch mal die Armierung an, die über der Deckenplatte hinaus steht hier. Könnte das sein, dass ein Medienkanal direkt mit integriert wird? Schreibt doch mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Wenn die Pumpe umschaltet von dem einen auf den anderen Zylinder, dann hört man das nicht nur, sondern der ganze LKW zeigt uns das.
Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, bitte Daumen hoch. Und wer noch nicht abonniert hat und nichts verpassen will, einfach abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Ciao.